So, weiter geht's mit Farquhar 6. Wir müssen sprechen. Nimm deine Medizin. Need Lucky and Lorenzo on board. So here's what we're going to do. Ever since Anton got obsessed with the cancer drugs and making Viviro, finding medical supplies for Lucky's clinic has been impossible. So I bribed a pilot to fly some in. When the supplies arrive, we tell Lucky they're a gift from Libertad, and boom, everybody's friends. Perfect plan, right? Well, it would have been if some hijo de puta didn't shoot down my chopper. Go get those supplies before someone else does, baby Tigre. Jo, dann machen wir das doch mal, ne? Remember the three guerrilla. Nimm deine Medizin. Always be moving. Always be on guard. Always kill your enemy before they kill you. So, Chef der Tickets medizinische Güter, die sollen unweit von einem Helikopter sein. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Darüber. Da ist noch ein Kontrollpunkt. Ist die Kaffeefabrik. Aber wenn ihr jetzt erwartet, dass ich da drunter wieder gehe, könnt ihr mal ganz gewaltig vergessen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht den Fehler gemacht habe, sondern. So, ich muss jetzt mal ein Auto organisieren, aber ich habe hier den Buggy hier, glaube ich, vorne. Baby Tigre, how's it going with those medical supplies? I'm working on it. Don't put off today. Oh. Entschuldigung. I think you might need a nap, big guy. Ich muss das Radio leiser machen. Ich lasse die Kaffeefabrik jetzt gerade mal Kaffeefabrik sein. Ich bereue. Super. Nee, aber noch nicht. Glück gehabt gerade mal. Ich weiß nicht, was das gerade war, aber irgendwas war da. Fein ist mir gerade scheißegal. Ich fahre zum Kontrollpunkt. Ich will heute die letzte Mission noch machen. Und dann mache ich sowieso Feierabend. Dann habe ich jetzt 9 Folgen Far Cry 6 in Folge aufgenommen. Mit ein bisschen was Material ist, die vorbereiten. So, ich bin mal gerade. Ich bereue gerade, dass wir. Haben wir Dings noch? Ja. Meine Lieblingswaffe. Wir sind aber bestimmt nicht alleine, oder? Scheinbar nicht. This looks like the drop. What a mess. This is too easy. Que voila! Who are you? We're La Moral, and El Este is our land. Our land, our medicine. You practiced that little speech? Yeah. This is property of Libertad. Ah, Libertad. Knew you would come begging for our help. We should be fighting Castillo together. I'm Honron, second in command. Jonon. Nice throw. Name's Danny. Danny Rojas. Uh-huh. Company! Over there! By the chopper! Batter up! Wir haben noch mehr. Wir haben doch noch Feinde. Ich hab's nicht aber. Ich hab ein bisschen erwartet, aber war gut. So, wir sollen Feinde töten. Natürlich. Oh, das ist nicht das Problem.
Ja, ich habe ja schon mitbekommen, dass ihr da noch ein paar Kandidaten habt. Doch, geh mich auf den Senkel jetzt. Ich hab schon ein bisschen was aufgeräumt hier. Ach, jetzt geht er. Ich muss ja auch ein bisschen. Auch ich muss mich jetzt ein bisschen zurückziehen. Und nicht so voll in diese Feinde. Mal, das doch gerade rein, oder? Haben sie die schon? Sichere die Abschussstelle. Das ist die Mission jetzt gerade. Komm her, Guapo. Vielleicht sind wir gerade mitten im Feuer. So, wir müssen gerade gucken, wo die. Wo kommen die eigentlich her jetzt? Da hinten. Komm her jetzt hier. Haben wir so oder? Nee, wir haben sie noch nicht. Bei weitem noch nicht. Da kommen sie noch mehr von der Seite. Ja, ich habe schon gesehen, die Zwei sind tot. Ups, falscher Knopf. Aber da war noch ein zweiter, oder? Oh, shit. Geh die noch. Wo ist der denn? Oh, wir hatten schon. So, ein zweiter oder was? Nee, haben sie nicht. Perfekt, wir haben es geschafft. You've got talent, Libertad. But Yelena needs these supplies. You got wounded. Yelena's your boss? Yeah. She's gonna kick my ass if I don't come back with something. Well, Clara's gonna try to kick mine if I don't bring these to the Legends. Libertad wants the Legends of 67? Half of Yara thinks they're dead. Oh, they're very alive. And half of La Moral thinks they're full of shit. But I majored in history. They paid him blood to put Anton's papa in his grave. I'll tell you what. You give me these supplies, I'll introduce you. Ah, coño. Yelena's gonna kill me. But at least I got to meet the legends first. Now, Danny, you get us a chopper. Then we can talk supplies. Welcome to La Moral. Libertad. Whatever. So. So, müssen wir da irgendwo noch was sichern, oder? Ich habe ja rein theoretisch noch... Okay. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Wo wir ran müssen. Ich bin irgendwo auf den falschen Knopf gekommen. Ich weiß. Okay, das war der richtige Weg. So, wir sind jetzt dort. Nimm deine Medizin. Wir müssen erstmal in erster Linie mal dahin. Müssen wir noch was irgendwie heile machen? Entweder das da. Oder das da.
Ich bin noch überlegen. Wir werden es. Gut. Dann müssen wir erstmal dahin. Ja, wir müssen erstmal die Dinge hier holen. Das ist klar. Ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto. Aber ja, ich kann da jetzt nicht, doch nicht, ich kann da jetzt nicht da ohne irgendwas hingehen. Haben wir noch ein Auto, stimmt hier unten hier stehen oder nicht? Hallo? Fahrzeug? Das ist teilweise wie bei GTA. Zu so ein Auto findest du keins. So, ich muss jetzt aber erstmal darüber irgendwo. Ich darf doch jetzt. Ah, perfekt, da würde kommt was. Es war sehr wahrscheinlich ein Feind, ist es auch. Tschüss. Hallo, bist du mal hier? Sama! Na, ist kein Auto, Schiss. Meinen einen habe ich erwischt, aber den zweiten nicht. Da kommt auch wieder irgendwas, aber das ist auch wieder bestimmt ein Feind. Oder? Nö, ist ein Freund. Kollege, ich brauche deine Karre. Ja, interessiert mich gerade herzlich wenig, Gepär. Moin Moin. Entschuldigung, das war ein Zivilist. Das war keine Absicht. Ich kann ich speichern, theoretisch, weil die in der Mission in der nächsten Aufnahme zwischenstarten? Ich glaube ja. Das wäre gut. Dann mache ich das in der nächsten Aufnahmesession. Wenn das irgendwie mal geht. Dann mache ich hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play Far Cry 6. Und dann geht's weiter mit dieser tollen Mission. Tschüss.